Moin alle zusammen. In diesem Video geht es um Nahverkehrswagen. Jetzt werden manche sagen, nicht schon wieder. Davon habe ich genug gehört. Ja, es geht aber hier um Mitteleinstiegwagen und N-Wagen. Die Umbauwagen, die lasse ich diesmal außen vor. Davon habe ich schon genug berichtet. Ja, die Mitteleinstiegwagen wurden im Jahre 1951 beschafft. Das waren die ersten Wagen der Deutschen Bundesbahn mit einer Länge von 26,4 Metern. Ja, es bedarf eines großen Nachholbedarfs an Personenwagen. Nämlich nach dem Kriege hat sich der Bestand sehr reduziert. Es wurden sehr viele zerstört. So, und jetzt geht das Video los. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit den Mitteleinstieg- und N-Wagen. Ich habe davon sehr viele in den verschiedensten Ausführungen und verschiedenen Farben. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ja, die nach dem Mitteleinstiegwagen wurden sehr rasch die N-Wagen beschafft, nämlich aufgrund der geringen Anzahl von Türen in den Mitteleinstiegwagen hatte man Probleme beim Fahrgastwechsel auf den Nahverkehrszügen, da die Bahnhöfe in rascher Folge kamen und der Fahrgast Andrang bei den Nahverkehrszügen war enorm, sodass diese drei Türen, eine Mitteltür und zwei N-Türen, einflügelig, nicht ausreichend sind. Baute man dann die N-Wagen mit den drei Doppeltüren. So, nun geht es weiter mit den N-Wagen, umgangssprachlich Silberlinge genannt. Diese zwei Züge warten schon im Bahnhof Waldkirch auf ihre Abfahrt. Ja, N-Wagen, die haben die Gattungsbezeichnung einmal für die zweite Klasse, die haben die Bezeichnung B4NB59 und die Gemischtklasse ist einmal AB 4NB59. Wie gesagt, das sind die Silberlinge, Nahverkehrswagen. Ein Zug führt es auf den Bahnhof heraus und ich werde gleich noch weitere Informationen über diese Wagen abgeben. So, zu den N-Wagen wäre noch zu sagen, so, jetzt kommt er aus dem Bahnhof raus, werde ihn jetzt gleich erstmal anhalten, und was ich jetzt zu sagen habe, das dauert etwas länger, und ja, hier haben wir sie nun. Ja, 1958 beschaffte die Deutsche Bundesbahn diese N-Wagen, so, erstmal den Motor aus, ja, es waren also Prototypen, also Muster, und die ersten Exemplare wurden noch in der grünen Farbe ausgeliefert. Es waren die verschiedenen Hersteller waren die WMD in Donauwörth, Wegmann Kassel und Co. in Kassel, LHB in Salzgitter und die Maschinenbauanstalt in Kiel, MAK. Diese Probewagen wurden in den 80er Jahren umlackiert in die Farbe Ozeanblau-Beige. Ja, ab 1959 begann dann die Serienlieferung und es wurden zwischen 1959 und 1980
ca. 5000 N-Wagen gebaut. Charakteristisch sind diese Wagenbauten in Silberoptik. Die Wagenkästen wurden mit blanken, rostfreien Stahl, also die Roster, gebaut und mit aufgebürsteten Perlschliff in Faunmuster verziert. Im Laufe der Betriebsjahre oder der Baujahre haben diese N-Wagen zahlreiche Modernisierungen und Veränderungen erlitten, oder es wurde nicht erlitten, sondern es wurden Veränderungen vorgenommen. Zum Beispiel wurden die Klotzbremsen ausgetauscht gegen Scheibenbremsen. Zuerst war auch Vorrichtung für eine Dampfheizung eingebaut, die später entfernt wurde. Und es wurde eine Zugsammelschiene eingebaut, sodass die Wagen auch mit elektrischer Energie von der Lokomotive versorgt werden konnten. Wie zum Beispiel ja, Lüftung, Licht und so weiter und so fort. Ja, das sind die N-Wagen. Wie gesagt, die Klasse war nochmal gesagt, also für die zweite Klasse Wagen waren B4NB-59 und die Wagen für die ersten Klasse oder Gemischklasse waren AB4NB-59. Zahlreiche Steuerwagen wurden noch angeschafft, zum Beispiel Karlsruher Kopf, Wittenberger Kopf und natürlich die verschiedenen Hasenkästen. So, jetzt lassen wir sie mal hier langsam vorbeifahren. Das sind jetzt meine Silberlänge. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Silberlänge. So, das dürfte erstmal lang. Außerdem habe ich ja noch ein Ozeanblau-Beige und einen roten Silberling, also ein Rotling. Und Mintlinge auch noch nicht zu vergessen. So, wollen wir sie mal hier weiterfahren lassen. Ich will das Video auch nicht zu lange gestalten. Bei den längeren Videos habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann sehr oft das Video nicht bis zum Ende angeschaut wird. Und das ist dann verlorene Liebesmühe, wenn ich hier ein langes Video mache. So, der letzte Wagen ist nochmal, das ist ein Minitrix-Wagen, die anderen waren von Pico. Ja, im Laufe der Einsatzjahre wurden diese Wagen auch mehrfach umgebaut. Wurden zum Beispiel verschiedene Innendesigns ausprobiert oder eingebaut. Und ja, man hat also recht viel daran herumgewerkelt. Diese Arbeiten wurden in den verschiedenen Ausbesserungswerken vorgenommen. So, auch die Farbe der Polstersitze veränderte sich und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr mehr über diese Wagen erfahren wollt, also ich bin ja kein Fachmann hier, der sollte sich vielleicht an Wikipedia wenden, oder es gibt auch einen interessanten Kanal, der nennt sich der Silberling, der viel über diese Wagen berichtet. Das ist ein ehemaliger Eisenbahner und ja, das ist manchmal ein bisschen kompliziert oder anstrengend, was der so davon sich gibt, aber was soll's. Also dieser Kanal ist sehr gut und wer sich für Silberlinge interessiert, kann ich diesen empfehlen. So, jetzt lassen wir mal einen Zug mit Silberlängen hier vorbeifahren, der ja schon gewisse Einsatzjahre hinter sich hat und auch Spuren davon getragen hat. Ja, man erkennt das hier an den Graffiti. Und der letzte Wagen, das ist ein M-Wagen noch einmal, also ein Mitteleinstiegwagen mit Führerstand.
So, Ausfahrt hat jetzt der letzte Zug. So, jetzt muss ich ein bisschen lauter reden, um den Lärm hier anzuregen. Eine wunderschöne Mini-Fretz-Lok. Die besten Lokomotiven. Der Mini-Fretz hier. So, hinten dran ein Rotlink. Auch ein N-Wagen. Die wurden ja ab den späten 80er Jahren umlackiert. Viele erhielten diese verkehrsrote Farbe mit den weißen Türen. Und dann auch die Mündlinge. Der letzte Wagen ist, wie gesagt, auch ein N-Wagen mit Steuerabteil, mit dem sogenannten Karlsruher Kopf. Diese Wagen wurden im Ausbesserungswerk Karlsruhe hergestellt, daher auch Karlsruher Kopf. So, das soll es aber nun auch gewesen sein. Das Video ist schon außergewöhnlich lange geraten für meine Verhältnisse und damit möchte ich es auch belassen. So, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um den Zug hier nochmal zurückkommen zu lassen, um nochmal den Blick auf den Steuerwagen zu senden oder zu blicken oder zu werfen. Damit sage ich aber endgültig Schluss, aus, vorbei und tschüss.